Jo, Freunde, da sind wir wieder. Freizeitsdinge. Und heute mit dem Thema. Boah, Red Bull. Sommeredition. Ja, Sommeredition. Juniberry. Also, so wie Juni der Monat. Ja, ist zwar nicht mehr Juni, aber ist ja auch nicht so schlimm. Und ja, heute dachte ich mir, habe ich heute gesehen hier. Blauer Red Bull, also sonst, er macht ja gar keinen Sinn, ne? Also die Formel 1 Autos sind ja auch blau, oder, ja, so blau, so dunkelblau. Und ja, also, habe ich gedacht, das ist ja richtig witzig. Red Bull, der wäre in blau. Deswegen kaufe ich mir den mal, oder testen wir den mal heute hier. Ist auch ein Blind-Test, also ich trinke den jetzt wirklich zum ersten Mal, Freunde. Ja, dann würde ich sagen, Prost, ne? Boah. Oh, Alter. Ja, ich weiß gar nicht, was hier so Junibeeren sind, ob das wirklich gibt. Also ich glaube, das ist so ausgedacht. Das schmeckt auf jeden Fall wie ausgedacht, wenn ihr wisst, was ich meine. Warte mal. Ich habe mir nochmal kurz ein Glas geholt. Habe ich ganz vergessen, ich bin gar nicht mehr so gewohnt an Food Reviews aufnehmen, ne? Oh, Alter, da hätte ich ja gar nicht erwartet, hier die Farbe. Da ist ja so lila. Alter. Ja. Also, wenn ihr so, sag ich mal, sowas. So schmeckt nach Sommer, aber so Sommer. So ausgedacht. Wenn du so einen Chemiker fragst, mach mal hier eine Mische für Sommer fertig. Und dann wirft er dir so hier so Kerosin. Helium, irgendwie so ein Kram wirft ihr dir rein aus dem Periodensystem in dein Getränk. So schmeckt das, Freunde. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Freizeitsdinge. Tschüss.